Ah ja, okay, vielen Dank. Das habe ich nicht gewusst. Bin kein gelernter Pilot. Aber interessant, gut zu wissen. Coffin's Corner, hä? Er möchte die Nase nach unten ziehen, genau. Hier macht er das ja jetzt kaum. Ich meine, ich fliege hier nur mit 65 Metern pro Sekunde. Kingslinz. Vielen Dank für dein Follow und willkommen. Ah, okay. Mechanikerin. Was schaue ich so im Fernsehen oder schaust du überhaupt Fernsehen, wird gefragt. Ich muss sagen, ich habe nicht mal einen Fernseher. Ich schaue, wenn ich mir Filme schauen will, ich habe ein Netflix-Abo und genau, das sagt eigentlich alles. Und dann schaue ich da zum Beispiel momentan Doctor Who, was so gerade läuft, was die an Folgen haben. Oder ja, alle möglichen Serien eigentlich. How I Met Your Mother oder Breaking Bad habe ich noch nicht zu Ende geschaut. Warum auch immer, bin ich irgendwie abgestorben, genauso wie bei Walking Dead. Auch irgendwie abgestorben. Was haben sie denn noch? Ja, jede Menge Serien haben die ja bei Netflix. Und da bin ich eigentlich völlig bedient damit. Also was so im Fernsehen läuft, alles was mir wichtig ist, kann ich auch im Internet gucken. Meinetwegen, wenn mal Fußball-WM ist oder so, sonst gucke ich auch keinen Fußball, aber mal Fußball-WM ist, kann man das ja auch im Livestream gucken. Nur, dass man dann immer die Leute um sich rum schon eher jubelt hört, als man selber jubeln kann. Das war beim Brasilien-Spiel so spannend gewesen. Deutschland gegen Brasilien letztes Jahr. Ansonsten, wie gesagt, wer war dein erster Doktor? Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ehrlich gesagt. Es war der Doktor, wo Rose Tyler dann dabei war. Die erste Folge war, glaube ich, mit diesem Plastikmenschen. Mit dem bösen Plastik, was unterm Londoner Eye da seine Hauptdings hatte. Und genau, das war mein erster Doktor. Und dann halt die danach. War das der 9. oder 10. vielleicht? Aber ich denke, wenn du nach dem ersten Doktor fragst, dann wirst du wissen, wen ich meine. Der halt, wo Rose Tyler dabei dann ist. Uiuiui, ganz vorsichtig landen, vorsichtig. Okay, so viel zum Thema wieder wegfliegen. Ich habe jetzt mal die Notbremse gezogen. In dem Fall. Schön. Ja, nicht so schlimm. Prinzipiell, wir machen hier die Experimente. Machen den Crew Report, habe ich ja schon gemacht. Machen einen EVA Report, EVA. Natürlich wieder Flying Over Kerbin. Als erstes packen das wieder rein und 11 von 10. Ja, in. Huch. Oh, ich bin irgendwie aus dem. Oh nein! The game has crashed. Oh Mann, warum? Nein! Kerbel ist abgestürzt. Genau in dem Moment, wo ich vom Flugzeug runtergefallen bin auf dem Boden. Jetzt müsste es auch gleich im Stream ankommen, glaube ich. Ja. Ich falle nach unten und das Spiel stürzt ab. Genau. Na, so ein Mist. Soll aber nicht so schlimm sein. Ich starte einfach gleich wieder neu. Ich habe ja zum Glück
Kurz bevor ich angefangen habe zu landen, habe ich ja F5 gedrückt. Das müsste ja alles geregelt haben. F5 ist Quick Save. Das sollte also meine Rettung gewesen sein. Von daher, Glück gehabt. Exelston? Exelston? Er hat das wieder mit Doctor Who zu tun. Solange Kerbel lädt, kann ich das ja mal schnell googeln. Da bin ich nämlich schneller als der Chat. Schneller als der Chat. Schneller als der Chat. Genau, das war mein erster Doktor. Exelston. Ganz genau. Den fand ich auch ziemlich cool eigentlich. Den zweiten danach fand ich auch cool. Den danach dann auch. Nur den letzten. Der hat's mir irgendwie, der war, bäh, ich weiß nie. Mit dem konnte ich nicht mehr anfangen. Mit der Begleiterin schon, die hat mir gefallen, aber mit dem Doktor, dem letzten, der war dann immer so, fand ich, weiß nie. Aber der danach war ja der bei Harry Potter auch den Barty Crouch Junior gespielt hat. Der danach war dieser Lustige mit der Fliege und den Hosenträgern und Fischstäbchen mit Vanillesoße. Und der danach, der war nimmer so. Das muss ich nochmal googeln, weil ich jetzt nicht den Namen zuordnen kann. Matt Smith, den habe ich auch noch gemocht und genau den letzten, der genau das, was du geschrieben hast. Ja, also Liebling kann ich jetzt nicht sagen, aber der zweite in Anführungsstrichen für mich zweite und der dritte waren, die waren cool. Und Doctor Who insgesamt, oh Gott, es gibt 12 Doctors oder 13 Doktoren, sag ich mal. Wie viele Folgen es da gibt. Endlos viele. Auf Netflix gibt es 8 Staffeln schon alleine, glaube ich. Ja. Und Moment. Wo ist mein Flugzeug? Ah, da. Es fliegt hier alleine rum. Was soll denn das bitte? Ja. Game of Thrones schaue ich auch. Es liegt schon am Boden, das ist auch nicht schlecht. Game of Thrones schaue ich auch. Da warte ich gerade, dass ein paar mehr Folgen von der aktuellen Staffel rausgekommen sind. Denn ich mag es nicht, wenn ich auf Folgen warten muss. Über 2000 mit den alten, ja, kann ich mir vorstellen. Achso, Crew Report habe ich ja schon gemacht. Wie viele Punkte gab es da? 3, ne? Ich glaube, den hau ich mal weg und mache einen neuen. Hier gibt es bestimmt noch mal mehr. Gab es jetzt mehr? Nein, 1,5. Ich hasse dieses Spiel. Ja, komm. So, EVA. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser funktioniert. Kletter mal nach oben und fall mal hier ins Gesicht. Ja, sehr schön. Jetzt hat's geklappt. EVA Report. Schade, dass ich keine Bodenproben nehmen kann. Board. Super. Und Recover. Nicht mehr viel übrig, was es zurückzuholen gibt, aber hey, immerhin. 31 Science-Punkte. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wollte das mal verbessern, ne? Kann ich mir nicht leisten, okay. Rocketry oder
Constructions. Ich glaube, ich nehme Rocketry einfach, weil effizientes Triebwerk und größerer Tank. Ich könnte aber auch hier. Nee, kann ich nicht. Dann nehme ich Rocketry. Ich könnte mir jetzt eine eigene Regel aufstellen und sagen, ich muss erstmal alles von einem Balken, einen Baum quasi erforschen, um die nächste Stufe anzufangen. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Da hat man zumindest dann alle Teile irgendwann mal und spezialisiert sich nicht zu sehr. Okay. Cloth. Ah, okay, vielen Dank. Nur eine, also ich muss es auch nicht unbedingt auf Deutsch gucken. Prinzipiell habe ich da kein Problem, das auch auf Englisch zu gucken, aber ich will dann, wenn dann, dass die ganze Staffel dann raus ist, auf Englisch oder auf Deutsch, dann fange ich erst damit an. Ich mag es nicht dann zu warten und, nee. Nee, nee. Das mag ich nicht. Okay. Eigentlich müssen wir jetzt das gleiche nochmal machen. Ein bisschen rumfliegen und wieder Science einsacken. Ich guck mal in die nicht da rein, sondern. Ich habe ja noch Contracts. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Ich habe ja auch noch Contracts, die ich mal abschließen könnte, die mir dann mehr. Science bringt. Verdammt! Wie viel Reputation habe ich denn inzwischen? Irgendwas um die 50, 55. Das heißt, ich schließe hier tatsächlich mal so einen Contract jetzt ab. No refunds. Bam. Kann nur einen davon nehmen, aber der bringt mir jetzt zumindest ein bisschen jedes Mal, wenn ich eine Erhöhung habe von der Reputation, bekomme ich da Science für. Sehr schön. Nicht vergessen, verdammt. Schon so viel weiter sein können. Mann. Okay. Warum bin ich hier? Ich wollte doch in den Space Plane Hangar. Nee, ich wollte in das hier, ne? Und schauen, ob wir. Hier gibt es nochmal so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum ich den noch nicht abgeschlossen habe. Den habe ich eigentlich gemacht. We want to send you science. To send us science data. From space around Carbon. Nehmen wir an, fliegen wir nochmal ins Weltall, mal was anderes wieder. Können wir auch den Samba Booster nochmal testen? Und mehr kann ich sowieso nicht annehmen. Muss ich das Teil mal upgraden dafür? Laden, 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 laden. Ich lade einfach den Explorer hier. Und mit dem kommen wir. Bis auf 70.000 hoch und kann auch Science mitnehmen. Und ich stecke hier wieder mal unseren Scientist rein, Bob Kerman. Safe und feuerfrei. Der Thumper-Triebwerk müsste eigentlich dieses große hier sein, wenn ich nicht alles täuscht. Ja, dann ist ja alles gut. SAS an. Ich habe kein SAS-Modul. Ich habe doch aber Bob da drin sitzen. Der ist zu blöd dafür, glaube ich, ne? Dann wird das ja mal wieder ein Ritt auf der Kanonenkugel. Aber ich muss ja nur über 70.000 Meter hochkommen. Ganz vorsichtig, solange ich noch mit den Solid Rocket Boostern fliege. Die kann man so schlecht steuern. Jetzt heißt es eigentlich nur noch nach oben, nach oben, nach oben und über 70.000 Meter kommen. Das ist aber eigentlich kein Problem. Hier muss man super vorsichtig sein, wenn ich hier zu sehr kippe, dann reißt mir die Rakete rum.
Oh, es geht vielleicht, ich habe ja Flügelchen. Flügelchen habe ich ja dran. Vierzigtausend haben wir hier schon, 45.000, 46, sehr schön. Ist also definitiv machbar mit dem Ding. Vielleicht käme ich sogar in Orbit damit, das ist krass eigentlich. Warum hat das so viel Sprit? Warum habe ich vorhin so Probleme gehabt? Jetzt wird die Luft ein bisschen dünn, das heißt, das Schiff fängt an zu wabbeln und zu wobbeln. So, das reicht, 83.000 Meter. Und dann machen wir hier mal den ersten Auftrag haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Daten sammeln, sobald wir im All sind. Und All heißt 70.000 Meter auf in Kerbal Space Program. Ich würde mit dem Teil tatsächlich sogar im Orbit kommen, ohne Probleme. So, hoch genug. Ja, die Daten bringen uns jetzt kaum noch was, weil wir waren ja hier schon ein paar Mal. Mystery Goo bringt uns nichts mehr. Crew Report bringt uns nichts mehr. Schade. Bobs EVA Report. Auch nichts. Klappe zu und ich koppel hier schon mal ab einfach. Und das sind Let's Player, ja. Geht es da auch um Kerbal Space Program? Ja, man hat dann irgendwann sehr, sehr viele Raketen fliegen und vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Satelliten und vielleicht eine Station und einen Haufen Kleinteile, die nicht mehr zurückgekommen sind. Das geht dann recht schnell. Aber da wir hier im Karrieremodus spielen, dauert es ein bisschen, bis man da in Schwung kommt. Man muss ja erstmal Teile freischalten und so. Und das Wichtigste eigentlich wäre, um überhaupt dran zu denken, eine Station zu bauen, wären Solarpaneele. Habe ich noch nicht. Und wenn der Strom ausgeht auf einer Station, kriegt man die Kürbis da nicht mehr weg. Der Kacke. Auch Satelliten brauchen irgendwie dann mal ja, Strom. Beschleunige das Ganze jetzt mal hier ein bisschen. Dauert mir zu lange. Und auch das Schiff beschleunigt gerade sehr zügig. Das Blöde ist, ich habe hier kein SAS. Bob kann nicht fliegen. Deswegen kann er das Teil nicht stabil halten von alleine. Was? Naja. Einfach schon mal. Ich habe schon mal den Fallschirm gezündet, der geht dann irgendwann auf demnächst. Was dazu führt, dass. Ja, gut. Alles in Ordnung. Alles in Butter. Was dazu führt, dass, wenn ich den nicht per SAS ruhig halten kann, dann kann ich auch das Hitzeschild nicht in Fallrichtung ausrichten und, naja, es wäre jetzt alles nicht schön geworden, aber so ist es schön. Man kann hier sowas wie die ISS bauen, ja. Kein Problem. Du kannst mehrere Raketen. Mit verschiedenen Crew-Sektionen oder so ausstatten und hochschießen und die einzelnen Teile dann im Weltall zusammendocken. Das funktioniert. Das ist ein bisschen fisselig, gerade der Docking-Prozess. Genau, man kann mit bestimmten Teilen andocken. Und das ist ein bisschen schwierig, gerade im Weltall. Man muss da also sich erstmal mit ein paar Mechaniken vertraut machen, wie das so alles funktioniert. Man fliegt ja nicht einfach hin,
sondern man muss die beiden Orbits anpassen und die Position möglichst gleich halten und dann kann man versuchen hinzufliegen, wenn man gleich schnell ist. Es ist ja alles, ist ja nicht wie auf der Erde. Aber es geht und man kann sehr große Stationen bauen. Allerdings, je größer eine Station wird, umso ruckeliger wird die auch. Vorteil ist, man kann zum Beispiel eine Kapsel mit einem Labor oder ja, irgendwelchen Forschungszeug oder so hochschießen, die jetzt selber kein Triebwerk hat, um bis zu einem anderen Planeten zu fliegen, weil alles zusammen zu schwer wäre. Und dann schießt man nachher noch das Triebwerk mit Treibstoff halt hoch und dockt das Triebwerk dann an diese Kapsel, die man schon im Weltall hat, an und kann dann damit zusammen hochballern. Genau, das ist auch noch so ein Punkt. Stationen sind relativ nutzlos. Nur, das ist nur so eine Sache, die man sich selber als Ziel setzen kann, wo man sagen kann, ja, cool, ich will eine ISS bauen. Dann okay, aber ansonsten viel Nutzen bringen die nicht. Die Experimente kann man nur einmal durchführen. Obwohl, Moment, es gibt doch, glaube ich, so ein Forschungslabor, was einen in einer bestimmten Zeit immer Forschungspunkte bringt, oder? Bin ich mir aber nicht sicher. Aber es gibt zum Beispiel Mods, mit denen man... na, sag schon. Die Oberfläche eines Planeten scannen kann, um dann zum Beispiel mal Mineralien zu finden oder so. Was man ja jetzt auch nutzen kann, um Schiffe aufzutanken, Mineralienabbau. Warum ich hier die Landebeine ausfahre, naja. Ein bisschen hat es immer geholfen. Die Kollisionsabfrage war immer besser, wenn ich die Beine ausgefahren hatte, dann ging ja das untere Teil nicht kaputt. Ja, das finde ich eben auch, wenn man im All Dauerexperimente laufen lassen könnte, die dann alle 3 Stunden oder so ein Science-Punkt bringt. Jetzt mal das Beispiel. Das wäre schön. Ansonsten ist es eher nicht so sinnvoll, eine Station zu bauen. Eben außer zum Auftanken, da ist es ganz cool, wenn man nach dem Starten in den Orbit viel Treibstoff verloren hat, dass man dann eben sein Schiff da wieder ranklemmt, auftankt und dann bis zur Unendlichkeit und noch viel Brumm. Genau. Weiterfliegt, noch viel weiter. Dö, na los, fall dann doch mal ins Wasser. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund wieder nicht geklappt. Jetzt ist mir der Container unten wieder kaputt gegangen, aber ich habe ja trotzdem noch so ein paar Daten gesichert, denke ich.